Leute, ich bin's wieder, euer Mr. Overlord. Ja, in der letzten Folge haben wir gelernt, was Getter und Setter ist, was wir auch in dieser Folge wieder benutzen werden, aber heute wird's hauptsächlich um Static gehen. Erst einmal die Grundsache. Nämlich statisch bedeutet nicht wie in der Elektrizität, dass ein etwas Ladung hat, sondern wie bei uns im Programmieren ist das so, dass statisch, also static, bedeutet, dass jetzt zum Beispiel ein Integer oder ein String in einer ganzen Klasse und jetzt nicht nur in einer Methode ist. Das heißt, man kann dann nur von max.getInfos ausführen, sondern man kann das von allem ausführen, also aus verschiedenen Variablen und auch für mehrere Menschen. Und das werden wir erstmal machen. Zuerst einmal werden wir einen Private Integer mit dem Wert 0 und dem Namen HumanCounter erstellen. Das Ganze haben wir jetzt einmal gemacht, nur jetzt kommt unser kleines Wörtchen ins Spiel, nämlich static. Und das setzen wir einmal nach dem private ein. Und wie ich eben schon erklärt habe, das macht das Ganze, dass wir das einmal jetzt von der boot.java nicht nur mit sysout.println_tim.getAge, sondern zum Beispiel Menschen zählen können, das heißt mehrere Menschen. Ihr seht, ich habe das Ganze jetzt mit einem Plus gelöst. Das ist, weil ich jetzt eine sehr simple Variante genommen habe von jedes Mal wird ein Wert hinzugefügt. Die meisten würden das jetzt mit einem gleich machen am Anfang, aber später ist das viel einfacher, einfach mal zwei Plusse zu machen. Was wir jetzt noch einmal machen wollen, wir wollen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir brauchen einen Getter. Und das machen wir mit HumanCounter und dann einmal unsere Beliebtsteuerung und Leertaste und dann nehmen wir den Getter davon. Und ja, das Ganze können wir hier jetzt einmal kopieren. Und das fügen wir dann hier ein. Die meisten würden jetzt das Ganze so machen, dass sie HumanCounter gleich HumanCounter plus 1 zum Beispiel machen würden. Und das Ganze wollen wir nicht machen, weil uns das viel zu schreiben ist. Und wie wir das eigentlich relativ einfach lösen können, ist HumanCounter plus plus. Das ist im Grunde ein sehr einfacher Weg, das zu lösen. Und wir wollen das Ganze ja auch ausgegeben bekommen haben. In der letzten Folge haben wir dafür Getter benutzt. Und das werden wir hier auch wieder. Und das machen wir mit getHumanCounter. Einmal unsere beliebte Steuerung und Leertaste drücken und dann vervollständigen. So, ihr seht, wir haben jetzt hier den HumanCounter, dann können wir einmal den Namen und die Klammern kopieren und die in die boot.java hier einfügen bei systemout.println getHumanCounter. Davor muss einmal unsere geliebte Human-Klasse und ja, jetzt können wir das einmal ausführen und ihr seht, in der Konsole wird ausgegeben. Hier, die beiden sind 18 und 16 und dann wird der Mensch auf 1 gesetzt, weil wir ein Mensch haben. Das Ganze können wir eigentlich kopieren und können hier nochmal zwei Menschen hinzufügen und ihr seht, das Ganze funktioniert dann einwandfrei, wenn wir einmal das starten und ihr seht, dann gibt es drei Menschen. Ich hoffe, diese Folge von Minecraft Java Plugins Programmieren hat euch gefallen. Wir sehen uns wahrscheinlich dann in der nächsten wieder.
und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken.